Hello, hello, all of my love. Ciao, kak bang, wir liebe Freunde. Welcome, welcome to my very, very small fun Tomalay channel. Today is Wednesday, 22 of June. Wie sehen die Märkte heute aus? Gestern war ein Erholungsversuch da. Schauen wir mal, ob die Erholung weitergeht oder geht wieder abwärts. Wir starten wieder in Asien, dann Europa, Deutschland, dann Amerika, wo es noch etwa über eine Stunde gehandelt wird. Und dann zum Schluss rüber zur Kryptowelt und dann ein paar Info für euch. Starten wir gleich los. Asien sieht heute sehr, sehr schlecht aus. Ja? In Hang Seng minus 2,56, Shanghai A minus 1,2 und in Japan den Nikkei 0,37. Oh Mann. Kaum ein bisschen erholen, jetzt wieder Rückwärtsgang. Ja, der ist wieder zurück. Wie sieht es in Europa aus? Naja, auch nicht besser. Ja, der Eurostock 50 minus 0,84, der DAX minus 1,11 kämpft sich gerade bei 13.000 Punkten und der CAC 40 minus 0,81, in England minus 0,88 und in Italien minus 1,36, also auch nicht besser als in Asien. Schauen wir in den deutschen Märkten mal rein. Der S-Dach ist einen Rückwärtsgang gemacht, 1,48, der Tech-Dach gerade so plus 0,25. Der MDAX minus 0,97. Wir schauen Gewinne und Verlierer im MDAX mal rein. Gewinne heute im MDAX ist die Aktie Uniper 5,96. Nemeth Jack ist auch in Plus. Delivery Hero ist in Plus. Team View in Plus. Und dann kamen die Verlierer. Ja? Und am Schlusslicht ist ThyssenKrupp Eurobus. Langsess, ja, das sind die Wacker Chemie auch, das sind die Verlierer heute. Gewinnmitnahmen bei Waffenindustrie KSAG auch. Der DAX sieht heute so aus, Deutsche Telekom in Plus, E.ON in Plus, Beiersdorf in Plus, Samreich in Plus, Zalando in Plus. Nur ein paar in Plus, SAP in Plus. Der Rest dann in Minus. Ja, BASF letzter Platz mit 5,81%. Ja. Covestro minus 5,48. Ja. Das sind die kaputten Werte. Heute nach Amerika schnell. Amerika hat am Anfang Minus gestartet, hat in Plus zurückgekämpft. Der Dow Jones minus plus 0,53, Nasdaq plus 0,8, S&P 500 plus 0,66. Schauen wir mal Nasdaq Tagesgewinne und Verlierer mal rein. Tagesgewinne heute Moderna. Mit 6,59% Netflix, das sind die Gewinner. Schauen wir den Verlierer mal rein. Wer ist heute schlusslich? Schlusslich ist die zwei chinesische Werte. Baidu gehört auch zu den Verlierern. Airbnb sind auch zu den Verlierern. JD.com ist im Minus, Pinduoduo ist im Minus. So, schauen wir mal auf dem DAO mal rein. DAO kämpft sich immer noch bei 30.000 Punkten. United Health ist heute in Plus. Johnson & Johnson, Brook & Campbell, AG, Merck & Co., McDonald. So, das sind die Werte im Plus. Und die Verlierer ist der DAO, Safran Group, Caterpillar, Nike, Walmart. Okay, nun auf dem Kryptomarkt. Der Kryptomarkt sieht heute nicht so gut aus. Minus 3,9% ist bei nun die Marktkapitalisierung ist nur noch 9,39
137 Milliarden US-Dollar, ja. Also ich muss über 2 Milliarden kommen, aber zurzeit sieht nicht so gut aus. Der Bitcoin ist auch wieder zurückgegangen, kämpft sich jetzt noch gerade bei 20.000 US-Dollar. Gestern war es schon fast 22.000 US-Dollar. Ethereum kämpft sich auch bei 1.000 Dollar. Und wie sieht meine Dogecoin? Mein Dogecoin und mein Shiba Inu sieht auch nicht so gut heute aus. Gestern hat Shiba Inu etwa 30% plus gemacht. Heute ein bisschen Abgabe, aber wieder Gewinnmitnahme 8%. Ja. Vielleicht dreht es heute nochmal. Dogecoin ist auch heute minus 4,8%. Schauen wir mal in Angst und Gier Index mal rein. Angst und Gier Index 4 und Greed Index für Bitcoin heute 11 Punkte, also 2 Punkte plus gemacht. Gestern war 9 Punkte, also immer noch totale Angst, ja, immer noch im tiefroten Bereich. Es hat sich nicht verbessert. Nun gebe ich euch ein paar Info. Also, der Chef von US-Notenbank hat bei den Senat gesagt, dass die US-Wirtschaft robust ist. Daher wird es im Juni wieder Zinserhöhungen geben. Ja? Also zurzeit ist die Zins in Amerika 1,5 bis 1,75. Ja? Im Juni wird es wieder steigen, ja? Ende Juni oder Anfang Juli, je nachdem. Er behauptet, dass der Markt es verkraftet. Die US-Notenbank muss gegen die Inflation bekämpfen. Deswegen erhöht sich der US-Notenbank die Zinsen demnächst weiter. Und das kann die US-Wirtschaft das leisten, das sagt der Chef der US-Notenbank. Die Märkte sind nicht so seiner Meinung, ja, dass die Märkte denkt eher an die Rezession anstatt an den starken US-Konjunktur. Durch seine Äußerung, dass die Zinsen wieder erhöhen werden, hat sich der Markt in Europa, in Asien natürlich nach unten gedrückt, ja. Wenn Zinserhöhungen kommen, sind die Aktienpapiere und die Kryptowelt halt nicht mehr gefragt. Ja? Die Leute rennen in den festverzinsten Anlagen rein. Ja? Daher sieht man an der Börse in Europa und in Amerika auch nicht gerade toll. Ja? Das war am Anfang gleich in Minus ohne Ende. Aber es hat sich ein bisschen gedreht. Putin, also Präsident von Russland, sagte, die Beziehung zwischen Russland und China und Indien befestigen. Also das entstehen wieder ein höheres Handelvolumen zwischen die Indien, China mit den mit Russland, ja. Er verurteilt auch die Embargo der NATO und den Europäischen Union. Ja. Er sagte auch, Russland wird verstärkt herauskommen. Ja. Aber die westlichen Analysten bezweifeln das eher. In Russland wird es zukünftig eher schlechter gehen als gut. Aber man weiß ja nicht, ja. Russland handelt ja mit Indien und mit China. Das sind die zwei bevölkerungsreichsten Staaten der Welt, ja. 1,3 und 1,4 irgendwas Milliarden pro Land. Da steckt noch Potenzial. Aber es hängt davon ab, wie viel Kapital in den beiden Ländern existiert, ja. Also westliche Länder orientieren sich nach USA, nach den Dollars, nach den Euro. Also zukünftig können wir noch schauen, welche Märkte sich beherrschen. Ja? Also ob da die drei Mächte zusammenarbeiten, stärker als Amerika und Europa zusammen, keine Ahnung. Die Zukunft wird's
uns schon zeigen. Eine schlechte Nachricht für Deutschland, ja. Ford will in Deutschland, also praktisch in Saarlandgebiet da, E-Auto nicht produzieren, also praktisch, das heißt Saarlouis, dieser Ort. Die wollen irgendwie in Spanien da die Elektroauto für Ford da produzieren. Das ist natürlich rechtlich die deutsche Regierung und die Gewerkschaften auf, ja, dass das Ford sowas machen, ja. Also das ist auch nicht so toll für die Wirtschaftsstandpunkt hier in Saarland, ja. Also das ist auch eine super schlechte Nachricht heute für den Saarland, ja, für Deutschland auch. In Europa durch Äußerungen von US-Notenbankchef wirkt die Aktien in Europa am Anfang nicht so toll. Aber da er sagte, dass die US-Wirtschaft robust ist, da freut sich der Dow und deswegen hat sich die Minus in Plus gedreht. Ja? Man weiß nie, wie die Äußerungen, wie die Märkte die Äußerungen aufnehmen. In diesem Fall ist positiv. Aber normaler, denke ich, sind Erhöhungen eh immer negativ für Aktien, für bestimmte Aktien. Ja? Also, wenn Zinserhöhungen kommen, ist positiv für die Banken, ja? Negativ für Technologiewerte. Da Russland mit Europäern nicht gut wegen diesem Krieg befreundet zurzeit, ja, deswegen will Russland natürlich anderen Länder natürlich zu Freunden machen. Jetzt besucht zum Beispiel der Außenminister von Russland Teheran, ja. Früher gab es keine Gespräche zwischen beiden Ländern, jetzt plötzlich auf einmal Teheran kommt in Gespräch, ja. Naja, man weiß nie, was daraus entsteht. Wieder eine neue Beziehung, ja, und vielleicht wollen die auch Euroland isolieren, ja, keine Ahnung. Zukünftig wird noch geklärt. Sonst gibt es heute nicht so viel Nachrichten, ja. Die Europäer und Karibik und Südamerika mit Impfstoffen unterstützen, das ist auch nur eine gute Idee zur Bekämpfung der Corona. Sonst gibt es eigentlich nicht so viel Nachrichten, dass der Markt irgendwie nach oben treibt. Eher zurzeit steht eher die Geldpolitik in Fokus. Daher sieht man ja auch die Werte an den Aktien, dass es im osteuropäischen Raum Kurse sind auch gefallen, im Euroraum auch gefallen. Nur heute ist in Amerika der Markt ein bisschen gestiegen. Der Rest der Welt sind gefallen. Schauen wir mal, was morgen passiert. Ja? Ob der Amerikaner gute Werte rausgebracht hat, ob das den asiatischen Markt unterstützt, dass der morgen steigt und die deutschen Märkte auch und Europaraum auch. Schauen wir mal morgen. Ja? In diesem Sinne. Ich habe vergessen, eine Kryptowelt natürlich wieder, wenn Zins, Geldpolitik da im Spiel ist, wenn Aktien fallen, auch die Kryptowelt. Das ist das Zusammenspiel. Okay, all of my love, das war's heute, meine kurze Zusammenfassung für den heutigen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. See you eventuell tomorrow, wenn ich Zeit habe. Bye bye, all of my love. Wie gesagt, ich bin kein Finanzberater. Mein Kanal Just for Fun und für die Bildung zuständig. Bye, bye. See you next time.